Masse, Feder, Schwingung. Das heißt, wir nehmen dasselbe System, die Masse, und ich setze die Feder gleich dran. Das sei die Ausgangslage, wo V0 vorhanden ist. Das ist mehr oder weniger die Schwingungsmittellage. Wenn sich das um x weiter bewegt hat, dann ist die Feder zusammengedrückt entsprechend. Und wir haben für die Masse m die Bewegungsgleichung zu formulieren. mx2-Punkt ist gleich der Kraft. Und die Kraft, die kommt aus der Feder. Und die Federkraft, die wirkt auf die Masse, wenn ich das so hineinzeichne jetzt ja, gegen. Ich drücke ja die Feder zusammen, dann muss die Feder auf die Masse in die entgegengesetzten Richtung wirken. Das ist mein F. Immer in der Wirkung auf die Masse. Auf die Feder wirkt sie natürlich anders, die Kraft. Dann steht er, aber weil sie gegen die Richtung wirkt, minus Cx. Und das bringt man auf eine Seite. Plus Cx ist 0. Dividiert das Ganze durch die Masse m und führt die Kreisfrequenz Omega Quadrat C durch M ein. Das heißt Kreisfrequenz und dann steht x2-Punkt plus Omega Quadrat x ist 0. Das ist der Ausgangspunkt. Lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung für die harmonische Schwingung ist die Lösung. Und da gibt es an sich einen ganz einfachen mathematischen Formalismus, wie man das löst. Man sagt, es gibt, wir sehen, es müssen ja Funktionen sein, die zweimal differenziert dasselbe sind wie die Ausgangsfunktion. Weil Sie können nur gleiche Sachen zusammenzählen. Würden Sie sagen, x, na ja, ich sage x ist d Quadrat, dann ist zweimal differenziert 1 steht dort, oder 2. Nicht? Das kann das nicht zusammen sein. Ne? Wird nie zu Null werden. Der Formalismus geht natürlich so, man sagt, x sei gleich ein e hoch lambda t, Exponentialfunktion. Wenn man die differenziert, die Exponentialfunktion, dann kommt das lambda herunter. Aber die Funktion bleibt erhalten. Und wenn man es noch einmal differenziert, kommt wieder das lambda runter. E hoch x gibt differenziert wieder e hoch x. Fragen Sie mich nicht, wieso. Aber das ist so, sagen wir. Naja, da müssen wir wieder ein bisschen Limes. Limes, Nachbarpunkt minus vorhergehend dividiert durch Abstand und so, da kann man das schon ausrechnen. Dann steht Lambda Quadrat. Nicht, weil noch einmal das Lambda runterkommt. Okay, ist gleich Lambda Quadrat E hoch Lambda T und jetzt wird eingesetzt. x2-Punkt, da steht Lambda Quadrat E hoch Lambda T plus Omega Quadrat E hoch Lambda T und das muss jetzt identisch nur sein, weil das nennt man einen Ansatz für die Lösung. Wir probieren, gibt es Lösungen, die so ausschauen? Und nun ist jede Funktion Lösung einer Differentialgleichung, die diese zur Identität macht. Identisch 0 heißt jetzt, ich kann das e hoch lambda t herausheben. Lambda Quadrat plus Omega Quadrat steht drinnen und das muss identisch 0 sein. Das heißt, es muss immer 0 sein. Nicht nur wenn t gleich minus unendlich ist, nicht? Dann wird e hoch lambda t ist 0 bei minus unendlich. Die einzige Folge ist, es muss Lambda Quadrat plus Omega Quadrat gleich 0 sein. Das nennt man die charakteristische Gleichung.
Sie sehen, also formal ersetzt man die zweite Ableitung, das ist das Quadrat vom Eigenwert Lambda. Und wenn man da jetzt noch Lambda löst, dann kommt raus, Lambda ist gleich Wurzel aus minus Omega Quadrat. Und das ja, der Wurzel hat immer plus minus Vorzeichen, da steht dann I Omega. Und Lambda ist E hoch I Omega. Jetzt, wenn Sie sich das anschauen, das sind die Eigenwerte. Aber wenn Sie sich das anschauen, sagen Sie jetzt, x ist also jetzt gleich e hoch, nehmen wir das plus i Omega t. Ne? Das e hoch i Omega t, das ist jetzt die sogenannte Eulersche Identität, gibt es da, wenn Sie sich stark zurückerinnern, dann steht da Cosinus Omega t plus i mal Sinus Omega t. Naja, also das war vielleicht jetzt nicht sehr geschickt, dass ich das so gemacht habe, weil das zu viel Mathematik wird und komplexe Ziffern außerdem noch. Weil jetzt heißt, wenn eine komplexe Funktion Lösung einer linearen Differentialgleichung ist, so ist der Realteil für sich eine Lösung und der Imaginärteil für sich. Also es muss das eine Lösung sein, der Cosinus, und es muss der Sinus eine Lösung sein. Und wenn ich aber zwei Lösungen habe, dann kann ich durch Linearkombination die allgemeine Lösung aufbauen und das machen wir. Man hätte es auch anders machen können. Wir hätten sie integrieren können über x Punkt Quadrat und dann ein zweites Mal integrieren, da muss man dann substituieren und so, wird es ein bisschen mühsam. Und dann sagen wir, wir kennen zwei Fundamentallösungen, Cosinus und Sinus, und kombinieren die jetzt. Und die ganze Ableitung muss man überhaupt nicht, die weiß, braucht man überhaupt nicht zu wissen, man muss nur wissen, wenn da eine Schwingungsgleichung entsteht, dann heißt die Lösung C1 Cosinus plus C2 Sinus. Das ist alles. Das ist, und die muss man jetzt den Anfangsbedingungen anpassen und sagen, wenn zur Zeit t gleich 0 das x gleich 0 ist, dann setze ich da t gleich 0 und x gleich 0. Also steht C1, der Cosinus von 0 ist 1, plus C2, der Sinus von 0 ist 0, ist 0. Folge ist, C1 ist 0. Und das x-Punkt ist V0. Dann muss ich das ableiten. x-Punkt, x-Punkt ist nichts anderes als, ich schreibe da daneben her, Cosinus differenziert ist minus Sinus, minus C1 Omega Sinus, innere Ableitung ist Omega, plus C2 Omega Cosinus. Und wenn ich da unten jetzt V0 setze, dann steht, der Sinus von 0 ist 0, C1 mal 0, aber C1 war ja schon 0, plus C2 mal Omega mal 1, der Cosinus von 0 ist 1, ist V0. Also steht, C2 ist gleich V0 durch Omega. Und die Lösung lautet nun, die sogenannte spezielle Lösung, den Anfangsbedingungen angepasste, C1 ist 0, V0 durch Omega Sinus Omega T. Und das heißt wiederum, wann ist das Maximum erreicht? Na, wenn der Sinus 1 ist. Das heißt, die größte Zusammendrückung der Feder heißt V0 durch Omega, das ist die Amplitude von einer Sinusschwingung. Nicht? Die Amplitude ist immer der Größtwert. Jede Kreisfunktion hat drei Charakteristika, die Amplitude, die Frequenz und die Phasenlage. Die Frequenz ist das Omega, das heißt, das Argument läuft von 0 bis 2 Pi, dann ist einmal durch. Wenn ich also Omega T gleich 2 Pi setze, dann bin ich bei der Schwingungsdauer, weil dann habe ich die ganze Welle durch. Dann ist das daraus folgt die Schwingungsdauer t gleich 2 Pi durch Omega. Wobei Omega die Kreisfrequenz, da oben das Wurzel aus C durch M ist. Ne? Das nennt man die Schwingungsdauer. Dann ist eine ganze Welle durch und das ist die Amplitude, das heißt der Größtwert der Zusammendrückung der Feder.